this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute schon bereits das 8. Video aus der Lesung hinter den Diktatoren, nachdem wir 5 Videos damit verbracht hatten, die Protokolle der Weisen von Zion zu lesen und zu studieren und zu besprechen. Und heute haben wir den 1. August 2018, abends um 7:45 und wie ihr seht, über das kleine Skype-Bild oben auf dem Schirm bin ich wieder mit Viktor verbunden, der das Buch freundlicherweise aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt hat und mich bei den Lesungen dann auch begleiten will, was ich sehr schön finde. Nicht, dass ich das Buch nicht hätte alleine lesen können, aber ich finde es auch immer mal ganz angenehm, wenn man solche Sachen mit einem Bruder in Christus zusammen macht. Zwei Gehirne denken mehr als eins, 4 Augen sehen mehr als 2 und 4 Ohren hören mehr als 2. Also im Großen und Ganzen finde ich das immer sehr schön, wenn ich mit bestimmten Leuten, vor allen Dingen dann, wenn es Brüder in Christus sind, solche Sendungen mal zusammen machen kann. Und in Englisch hatte ich das gar früher schon, in Hour of the Truth, wo ich ständig mit Walt Stickel damals gearbeitet habe. Und dann habe ich Sendungen gemacht mit Brett Norman und Tom Fress. Aber in Deutsch hatte ich halt nie jemanden, mit dem man das machen kann. Und da ist jetzt letztens der Michael aufgekommen, mit dem ich ja die Lesung von Griesinger zum großen Teil gemacht habe und wahrscheinlich in der Zukunft auch noch weitere Lesungen machen werde. Und jetzt habe ich hier heute Abend halt Viktor, meinen Bruder in Christus, der dann auch noch aus derselben Stadt kommt, wo ich herkomme. Das verbindet einen dann auch noch ein klein wenig mehr, obwohl wir uns mit solchen Dingen ja eigentlich nicht aufhalten sollten. Aber trotzdem möchte ich den Viktor jetzt erstmal herzlich willkommen heißen, heute am 1. August, immer noch ein verdammt heißer Tag hier bei uns, bei euch wahrscheinlich auch in Hamburg. Wie geht's dir, Viktor? Und herzlich willkommen. Ja, hallo, moin moin. Ja, war heute auch sehr sonnig, sehr warm bei uns. Ja, freue mich wieder dabei zu sein. Ja, ist für mich auch immer eine schöne Angelegenheit, sage ich mal, jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt so ein Buch besprechen, da auch dabei zu sein, dir auch mal eine Frage stellen zu können, mal vielleicht auch von mir nochmal einen Kommentar. Das wird sich hoffentlich auch im Laufe der nächsten Kapitel halt auch noch ein bisschen intensivieren meinerseits. Ja, ansonsten, ja, können wir an sich gerne anfangen. Ich fand doch vielleicht ganz kurz, dass wir auf jeden Fall den Punkt letztes Mal, dass du das ganz aus meiner Sicht sehr gut rausgearbeitet hast oder hervorgebracht hast, die Rolle der Juden aus der Sicht der Bibel und wie sie denn jetzt in Wirklichkeit, also wie sie sich heute oder auch in der Vergangenheit abgespielt hat. Ja, ich bin gespannt, welchen Schluss wir erzielen aus dem merkwürdigen Fall von Leo Texiel. Und ja, können wir dann gerne anfangen. Jedenfalls, lass dir keine grauen Haare wachsen über deine Mitarbeiter in diesen Videos. Das mag am Anfang vielleicht ein wenig erscheinen oder ist vielleicht auch so. Aber man muss da natürlich auch ein bisschen reinwachsen. Du hast ja so viel noch nicht Erfahrung damit. Du hast sowas früher noch nie gemacht, ne? Nee, also das ist jetzt, sage ich mal, so die Art und Weise ist für mich neu. Definitiv, ja. Na, siehst du. Dann finde ich auch, dann werden auch viele Zuschauer dafür Verständnis haben, dass man dich jetzt nicht ständig hört. Aber wir werden ja auch mal, habe ich geplant zumindest, ich hoffe, dass das durchgeht. Ich habe ja jetzt inzwischen 3 deutsche Brüder in Christus, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe über Skype. Das ist der Michael, das bist du. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch den Maximilian da noch zuzählen kann, obwohl er sich jetzt heute nicht gemeldet hat, nachdem ich ihn angesprochen hatte, der ja die Übersetzung machen wollte für das Buch Romanism and the Reformation. Und ich hatte halt geplant, dass wir mal ein Skype-Gespräch zusammen haben, wir 4. Und dass man dann über ein bestimmtes Thema mal schnacken kann oder halt auch nur etwas, was gerade aufkommt, was uns eben so bewegt. Und je mehr man in so eine Gruppe reinwächst, desto lockerer wird man auch. Und ich meine, das ist eben ganz normal. Ich war ja am Anfang im Internet auch ein bisschen anders, als ich heute bin. Denke ich zumindest, weiß ich nicht. Ich war ja auch kein Host, ich war ja am Anfang auch nur Gast. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt zum Gastgeber wechselt, in die Gastgeberrolle wechselt oder ob man Gast ist irgendwo. Aber ich will nur sagen, du musst dich nicht verpflichtet fühlen, irgendwas beizubringen oder sagen, jetzt muss ich unbedingt was sagen. Sag was, wenn du was willst, wenn der Geist es dir eingibt und wenn du findest, dass du was beizutragen hast, dann tust du es und wenn nicht, dann schweigst du eben. Schweigen, sagt man, ist Zustimmung und das ist in diesem Fall ja nicht gerade schlecht. Ne? Also. Da gebe ich dir recht, ja. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, Viktor, dass du dabei bist und ich freue mich, dich dabei zu haben und dass ich eben auch eventuell, wenn mal irgendwas vorfällt, auch auf dich zurückfallen kann. Zumal du eben auch ja das PDF bei dir vor der Nase hast
Und da fangen wir jetzt auch mit an zu lesen, auf Seite 1 natürlich, weil wir haben ja für jedes Kapitel ein eigenes PDF gemacht, die ich auch jeweils auf archive.org jeweils zur Verfügung stelle, dass man die sich runterladen kann oder online lesen kann. Und mit diesem dritten Kapitel des Buches Hinter den Diktaturen, den Drahtziehern auf der Schliche, sprechen wir über den merkwürdigen Fall von Leo Taxil. Und ich gehe mal davon aus, und ich glaube, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, dass noch kein Mensch, der diese Studien macht, Leo Taxil seinen Namen überhaupt schon mal gehört hat. Also ich wusste jedenfalls mit dem Namen Leo Taxil, als ich damals das englische Buch gelesen hatte, überhaupt nichts anzufangen. Ich kannte den 0,0. Und ich denke mal, so geht es sicher über 90% der Leute, die dieses Video schauen. Ich will nicht sagen, dass es jeder ist, weil manche Leute sind ja in manchen Gebieten ganz gut bewandert. Und ich in dem Gebiet halt war es nicht. Leo Taxil kenne ich jetzt schon ein wenig besser. Und dass ihr, die ihr ihn nicht kennt, ihn heute kennenlernt und warum der Leo Taxil hier in einem am Anfang eines Buches, wo wir gerade über so wichtige Dinge gesprochen haben, wie im ersten Kapitel Jesuiten, Juden und Freimaurer und im zweiten Kapitel die verfälschten oder die fälschlich den Juden angedichteten Protokolle der Weisen von Zion, warum wir jetzt im dritten Kapitel über Leo Taxil sprechen, einen, den ihr wahrscheinlich, wie gesagt, noch nie gehört habt, das kann interessant werden. Und deswegen wollen wir jetzt mal anfangen und dann lesen wir, was der Autor hier sagt. Der Ansporn katholischer Aktionen ist es, dass der Vatikan als selbsternannter Meister Gottes offen mit den Kräften Satans kämpfen muss, bevor die Welt endet. Das ist natürlich aus Sicht der römischen Katholiken, das muss man verstehen. Die meinen, dass sie tatsächlich Gottes Meister sind. Gottes Meister hier auf Erden. Ja? Und wir wissen natürlich, dass sie mit den Kräften Satans nicht kämpfen können, weil dann bekämpfen sie ja sich selber, weil sie sind schließlich die Kirche Satans. Die gegenwärtigen Welttrends haben die katholischen Führer davon überzeugt, dass die Zeit für dieses Armageddon sich schnell nähert. Und wenn wir hier lesen von die gegenwärtigen Welttrends, dann bitte nicht vergessen, das Buch wurde publiziert 1942 in seiner Erstausgabe. In ihren Köpfen gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass der endgültige und vollständige Sieg ihnen gehört. Ja, sie glauben ja, dass sie auf der Seite Jesus, des Herrn, kämpfen. Sie haben auch keine Zweifel, wer zu den Kräften Satans gehört. Der Kommunismus wird jetzt von ihnen als Oberbegriff benutzt. Ja, das war das Feindbild damals, das fing an in den 20er Jahren und hat sich dann durchgesetzt. Und dieser Kommunismus, der jetzt von ihnen als Oberbegriff benutzt wird, auf das die verschiedenen Mächte zielen, die auf Satans Seite gegen die katholische Kirche agieren. So, also mit anderen Worten, der Kommunismus ist jetzt das Böse. Na, da habe ich mir hier eine kleine Note dabei gemacht. Denken wir hier doch auch einmal an die sogenannte Achse des Bösen, von der ein amerikanischer Präsident namens George Walker Bush Anfang der 2000er Jahre sprach. Dem seine Achse des Bösen war der Iran und der Irak und Afghanistan. Ja, komischerweise Saudi-Arabien nicht, da kamen alle sogenannten Kamel-Jockeys her, die in diesen Flugzeugen da 9-11 haben veranstaltet sollen. Die kamen alle aus Saudi-Arabien, aber das war komischerweise nie zur Achse des Bösen gezählt. Aber wenn wir hier in den 40er Jahren lesen, dass der Kommunismus als Oberbegriff benutzt wird, dass die verschiedenen Mächte, auf das die verschiedenen Mächte zielen, die auf Satans Seite gegen die katholische Kirche agieren, das ist genau derselbe Ausdruck mit der Achse des Bösen, den George W. Bush Anfang der Jahre 2000 gebraucht hat. Ja? Wie sich die Zeiten ändern, aber die Ziele immer irgendwo dieselben bleiben. Man muss immer irgendetwas dämonisieren. Und natürlich musste Bush damals etwas dämonisieren, aus dem ganz einfachen Grunde, der Kommunismus war ja 1989 mehr oder weniger zugrunde gegangen. Das machen sie uns zumindest glauben. Ne? Wer glaubt, dass der Kommunismus verloren hat, der hat Khrushchev nicht verstanden, der hat Honecker nicht verstanden und der hat Gorbatschow nicht verstanden. Der Kommunismus kriegt uns durch die Hintertür. Und die Deutschen begreifen überhaupt nicht, in welcher Art Kommunismus sie heute in Deutschland schon leben. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Hartz IV und diese ganzen Sachen, abhängig vom Staat sein, ja, und so weiter und so weiter. Viele, viele Regularien, ne, überall. Ja, alles ist reguliert, Freiheiten sind gestrichen, ja.
Über Privatbesitz und sowas will ich jetzt gar nicht mehr sprechen. Da muss man mal die römische Bulle lesen, Caritas in Veritate von Papst Benedikt dem 16. Ne? Caritas in Veritate, was heißt denn das? Wohltätigkeit in Wahrheit, wenn man das richtig übersetzt. Ja? Lest das mal, dann versteht ihr, warum wir alle im Kommunismus leben. Wenn Papst Franziskus, als der den Kongress der Vereinigten Staaten besichtigt hat in 2015, ich kann ja nicht glauben, das ist schon 3 Jahre her, meine Fresse, der war im September 2015, war er in den Vereinigten Staaten von Amerika, hat den Kongress besucht. Und er hat 6-mal in seinem Spruch, den er da gebracht hat, er hat eine knappe Stunde im Kongress gesprochen, 6-mal hat er von dem Common Good gesprochen, die gemeinschaftlichen Güter oder das gemeinschaftliche Gut. Das ist ein Ausdruck, den hat geprägt ein sicher Thomas von Aquin oder Thomas von Aquinas, wie ihr den wahrscheinlich noch kennt, der römisch-katholische Doktor von 1224 bis 1275 hat der gelebt. Na? Und dem seine Arbeit Summa Theologica könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr das könnt. Und dann lernt ihr daraus, wo der Kommunismus herkommt im Grunde. Von wegen den Kommunismus hier, das ist unser Feindbild. Ja, damals war es unser Feindbild und dann haben sie einen sogenannten Kalten Krieg hochgezogen. Ja, oder wie nannte man, hieß das der Kalte Krieg? Ja, ne? Ja. Ja, ich wusste jetzt eben nicht, ob ich den richtigen Ausdruck hatte. Mit diesen ganzen Ausdrücken kommen wir mal durcheinander. Ja, der Kalte Krieg zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1989, wo der Kommunismus dann so gesagt fiel, das war ja auch nur ein großes Theater, das sie uns da vorgespielt haben. Ja, zumal, wenn man begreift, dass diese ganzen Nachrichtenorganisationen wie CIA, KGB, alle von den Jesuiten kontrolliert sind. Die haben da ihre Spielchen gespielt. Natürlich, die Leute in den unteren Rängen hatten keine Ahnung. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber die Leute in den oberen Rängen, die wussten ganz genau, was da losgeht. Es hat nie einen sogenannten Kalten Krieg gegeben. Aber ich will da jetzt auch gar nicht zu weit drauf abweichen. Aber ich finde es einen interessanten Punkt, den ich hier mal eben machen muss, wenn der Autor sagt, dass sie haben keine Zweifel, wer zu den Kräften Satans gehört. Der Kommunismus wird jetzt von ihnen als Oberbegriff benutzt. Damals war es der Kommunismus, heutzutage ist es der Terrorismus. Ja? Und der Terrorismus nimmt doch heute immer weitere neue Formen an. Jetzt sind wir auch schon alle Umweltterroristen, weil wir mit dem Diesel fahren. Wir sind Umweltterroristen, weil wir überhaupt atmen. Wir sind Umweltterroristen, weil wir Tiere essen. Wir sind Umweltterroristen aus diesem Grund und aus diesem Grund und aus jenem Grund und so weiter und so weiter. Na? Denkt da mal drüber nach. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Schließlich, sagt der Autor, sind sie der Meinung, dass alle, die nicht zu 100% auf der Seite der katholischen Kirche sind, unter das Banner des Kommunismus gestellt werden. George W. Bush hat damals gesagt, wer nicht mit uns ist, der ist mit den Terroristen. Ist das was anderes? Die Führung dieser vereinten Kräfte des Bösen wird natürlich dem Weltjudentum und der Freimaurerei zugeschrieben. Natürlich dem Weltjudentum. Das hätte man ja eigentlich in Anführungsstriche setzen müssen. Weltjudentum. Es gibt kein Weltjudentum. Es gibt Juden überall über die Welt verteilt. Ja, aber ein Weltjudentum organisiert es schon mal gar nicht. Die Protokolle der Weisen von Zion, denen die gleiche Fälschung von die Geheimnisse der Ältesten von Burg Fontaine voranging, haben diesen Glauben unter den Katholiken und auch unter anderen Menschen überall verbreitet. Auch wenn es sich um offensichtliche Fälschungen handelt, so kann man mit Sicherheit sagen, dass nichts mehr zu der raschen Ausbreitung des Faschismus über die Bestrebungen von Freiheit und Toleranz beigetragen hat, als diese angeblichen und ich füge hinzu verdammten Protokolle der Weisen von Zion, die wir in 5 Sitzungen hiervor besprochen haben, wo inzwischen aufgrund unserer Besprechung jedem klar und bibelverständigen Menschen, denkenden Menschen deutlich sein sollte, dass diese Protokolle nicht die Arbeit von irgendwelchen Juden sind, sondern dass das die Arbeit von den Jesuiten ist. Wie bereits ausgeführt wurde, hat sich für sie das Weltjudentum und die Freimaurerei gegen ihre Kirche verschworen, um die Herrschaft Satans auf der Erde zu etablieren. Ja, nach dem Motto, Jesus Christus hat gesagt, ihr seid die Kinder des Satans. Ne? Hat er doch gesagt, zu den Juden. Da gibt es doch tatsächlich Leute, die haben mir letztens in einem Kommentar geschrieben,
aber Jesus hat doch gesagt, die Juden sind des Teufels. Ja, Leute, könnt ihr eigentlich mal klar denken, Jesus war selbst Jude. Er hat doch nicht die ganze, sage ich jetzt, ich sage es jetzt mit Absicht, das Wort zwischen Anführungsstrichen, Rasse der Juden verurteilt. Er hat die verurteilt, die die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die die talmudischen Lehrer und die Rabbiner damals dieses Ordens waren. Die hat er verurteilt. Doch nicht die ganze, zwischen Anführungszeichen, Rasse der Juden. Er war ja selbst einer. Oder kommt Jesus Christus vielleicht vom Satan? Ja? Also wenn ihr solche Gedankengänge anfängt, dann sucht euch einen anderen Videokanal. Da kommt ihr bei mir nicht an euer Recht von der Wahrheit. Ja? Um die Herrschaft Satans auf der Erde zu etablieren. Wer will denn die Herrschaft Satans auf der Erde etablieren? Derjenige, der der Stellvertreter Satans auf dieser Erde ist. Der Vicarius Filii Dei. Der Papst. Das Oberhaupt der römisch-satanischen heidnischen Kirche, die sich für Christentum ausgibt. Der will die Herrschaft Satans auf der Erde etablieren, weil Satan damals in Matthäus 4 versucht hat, Jesus Christus zu überzeugen, um ihn anzubeten. Und Jesus Christus hat ihm gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Dreimal. Und der Satan musste fliehen. Aber er hat einen Menschen gefunden, der sein Angebot angenommen hat. Und dieser Mensch heißt Simon der Magier. Und darüber werde ich in Englisch noch eine ganze Serie bringen, nicht in Deutsch. Außer, das übersetzt vielleicht mal einer. Dann vielleicht. Ganz vielleicht, ja. Ganz vielleicht. Um die Herrschaft Satans auf der Erde zu etablieren. Das ist genau das Ziel der römisch-katholischen Kirche. Im Gegensatz dazu, fährt der Autor fort, sieht sich die katholische Kirche als einziges Bollwerk mit einer gewissen triumphalen Kraft, dem zu widerstehen. Dieser abstruse, aber kluge Betrug, der in den vergangenen 10 Jahren von Nazifaschisten eingesetzt wurde, hat es bereits geschafft, demokratische Regierungsinstitutionen selbst in den Vereinigten Staaten zu diskreditieren und die autoritäre Herrschaft von Gewalt und Brutalität zu verherrlichen. Ich muss hier mal ein bisschen größer machen, das ist leichter so. Niemand kann die Hauptrolle, die die katholische Kirche bei diesen Ereignissen gespielt hat und alles, was sie während des letzten halben Jahrhunderts hervorgebracht hat, leugnen. Das kann man nicht. Und warum kann man das nicht? Weil es alles schriftlich festgehalten ist. Was ist alles schriftlich festgehalten? Na, das Folgende zum Beispiel. Antichrist Papst Pius IX, der berühmte, zwischen Anführungszeichen, Pio Nono, der Papst mit dem längsten Pontifikat bisher, nennt Freimaurerei, Zitat, die Synagoge Satans, deren Ziel es ist, die Kirche Christi, wo es möglich ist, von der Erdoberfläche zu vertilgen. Ende Zitat. Das kommt aus einem Brief vom November 1865, also ein Jahr, nachdem er den Syllabus der Fehler in 1864 veröffentlicht hatte, in dem er alle weltlichen Regierungen und jegliches Recht eines normalen Menschen, sich selbst zu verwalten, als teuflische Aktion verdammt hat. In diesem Brief stehen dieses und andere Zitate, und sie wurden immer wieder in Vater Coughlins Zeitschrift für soziale Gerechtigkeit und in anderen gedruckten und vervielfältigten Broschüren, die aus seinem Heiligtum in Royal Oak, Michigan, verschickt wurden, veröffentlicht. Wir erinnern uns noch an Vater Coughlin, ja, und seine Zeitschrift, da haben wir während der Protokolle der Weisen von Zion drüber gesprochen. Vater Coughlin hatte ich bereits erwähnt in die verborgene Geschichte der Jesuiten, also wer den nicht kennt, der sollte sich meine Videos angucken, dann kennt er ihn. Genau der taucht hier wieder mal auf und der ist natürlich ein Jesuit gewesen. Ja. Das muss man auch immer bitteschön im Hinterkopf behalten. Vater Coughlin war ein Jesuit. Einer von ihnen, also von den, was Vater Coughlin hier schreibt, diese anderen Zitate, einer von ihnen heißt The Malice, für die ehrlichen und ehrenwerten Veröffentlichten in Meriden in Connecticut. Antichrist Papst Pius X. sagt, Zitat, so extrem ist die allgemeine Perversion, dass die Befürchtung im Raum steht, dass wir den Vorgeschmack und die Anfänge der Übel erleben, die am Ende der Zeit kommen werden. Und dass der Sohn des Verderbens, von dem der Apostel spricht,
bereits auf der Erde angekommen ist. Ja, ist er, in Person des Papstes. Du bist es selbst, Pius der Zehnte. Du, deine Vorgänger und deine Nachkommen auf deinem Amt sind alle der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde. Ist es nicht interessant, dass in der ganzen Bibel vom Sohn des Verderbens nur in Bezug auf zwei Personen gesprochen wird? Nämlich in Bezug auf Judas Iskariot, der damals Jesus verraten hat, und in Bezug auf den Antichristen. Das ist der Sohn des Verderbens. Zu einer anderen Person findet man den Ausdruck in der Bibel nicht. Wie in einem früheren Kapitel veranschaulicht wurde, verurteilen die Päpste Roms das Freimaurertum als Bündnis mit dem Judentum. Hauptsächlich, weil es Toleranz für alle Religionen lehrt und sich für die Errichtung einer Regierung für das Volk, weltliche Bildung, internationale Bruderschaft einsetzt. Hier muss ich mal eben pausieren. Seht, die römisch-katholische Kirche verdammt die Freimaurerei, weil sie sagen, da stecken die Juden drin. Die stecken deswegen in der Freimaurerei, und das will ich gar nicht mal abstreiten, zum Teil, aber die stecken deswegen in der Freimaurerei, weil die römisch-katholische Kirche Juden in ihren Rängen nicht duldet. Oder nur ganz, ganz wenige im Lauf der Geschichte da geduldet hat. Weil schlussendlich sind die Juden der Feind der römisch-katholischen Kirche. Und das, denke ich, habe ich mit den Lesungen und Erklärungen in den vorigen Kapitel, wo es um die Protokolle der Weisen von Zion ging, deutlich gemacht. Aber die römisch-katholische Kirche deutet hier eben von sich selber wieder mal weg. Wir sind nicht Satan, wir sind nicht Satans Kirche, wir verfolgen nicht Satans Pläne. Da, die da, die da, die da, die da sind das. Das erinnert mich an das letzte Kapitel auch. Das ging das ja um die zwei Lager, ne? Wenn quasi die einen werden auf der einen Seite vom Hügel von Gott geführt, also die Katholiken, und die auf der anderen Seite sind das dann die Freimaurer, die Protestanten, Juden, die Kommunisten und ne, was das genau, alles ist. Genau. Hast du sehr gut in Erinnerung noch, ja. Schön, Viktor. Sehr gut beobachtet. Die römisch-katholische Kirche weist immer von sich selber weg auf andere. Und der größte Witz ist dann, dass sie oftmals eben diese anderen auch noch kontrolliert. Das ist, was die meisten Leute nicht verstehen. Weil sie nicht die Arbeit der Jesuiten verstehen, die festgeschrieben ist in ihren Statuten, in ihrer Verfassung, die festgeschrieben ist in den geheimen Instruktionen der Jesuiten, der sogenannten Monita Secreta, und die festgeschrieben ist in dem Eid der Jesuiten, weil die meisten Leute den Eid nicht kennen. Ja, ich habe da Videos drüber gemacht und die sind auf meinem Kanal in Deutsch und so vollständig wie noch keiner zuvor. Entschuldige bitte mal, jetzt klopfe ich mir mal eben selber auf die Schulter, was man nicht tun sollte. Aber kein Mensch hat jemals zuvor den Eid der Jesuiten so tiefgründig und gründlich übersetzt und erklärt, wie ich das in meinen Videos getan habe. Da könnt ihr in der ganzen deutschsprachigen Welt mal rumgehen und mal gucken. Keiner hat das so gemacht, wie ich das gemacht habe. Wer nach meiner Erklärung da noch Fragen zu hat, der will einfach nicht begreifen. Ja? Mindestens zwei Sendungen habe ich darüber gemacht. Und ich habe den ganzen Text übersetzen lassen. Bei den meisten Übersetzungen findet man immer nur einen Teil des Textes. Und ich habe den Text auch analysiert. Das findet man auch selten in diesen anderen. Also ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber das ist nun mal eine Arbeit, die habe ich gemacht und sonst keiner. Und guckt euch das an. Ich habe das ja gemacht, weil ich das wichtig finde, weil der Heilige Geist mir eingegeben hat, das ist wichtig. Ich habe damals in Englisch 26 Charakterzüge des Antichristen erklärt in, schlag mich tot, 11 Videos. In total 26 Stunden oder sowas. Wie viele Charakterzüge des Antichristen waren das jetzt? 20? Ich weiß es nicht mehr, komme nicht mehr drauf. Das findet man auf der Webseite von Presence of God Ministry. Und da habe ich die Abspielliste gemacht, Characteristics of Antichrist. Wenn ihr Englisch könnt, schaut euch das an. Kann aber eben gucken, ob ich hier meinen Kanal dabei habe, damit ich die Abspielliste da mal eben beiholen kann, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Das ist in Englisch, ich weiß es. Nicht jeder kann Englisch, ich weiß es, ich begreife es, ich verstehe es. Aber es ist mal ganz interessant, wenn man Englisch kann, sich solche Dinge anzuschauen. Ja?
Noch 30. Ja, ich muss die anderen Spiellisten auch noch haben, weil ich brauche die Characteristics of Antichrist Spielliste hier. So, das dauert eben ein bisschen, bis der Computer das lädt. Schaut, hier unten ist die Spielliste, Characteristics of Antichrist, machen wir die auf. Und da sehen wir hier, im Englischen steht hier in der Beschreibung drin, wir haben heute den Vorteil der historischen Aufzeichnung auf unseren Fingerspitzen. Geschichte liegt hinter uns. Wir haben Beweis, dass Prophezeien erfüllt wurden in genau dem exakten Jahr und auf genau die exakte Art und Weise, wie die Bibel vorausgesagt hat. Als Christen müssen wir jetzt diesen Vorteil uns heranziehen, um diese historischen Aufzeichnungen zu analysieren und zu verstehen. Wir müssen Geschichtsbücher gebrauchen, um diese Fakten darzulegen und zu teilen mit denjenigen, die es nicht glauben. Es wird sie segnen. Es wird ihnen die Augen öffnen. Es wird Gottes Kirche füllen. Es wird den Himmel so viel besser machen als zuvor, als der Himmel gestartet war. Und da seht ihr hier die verschiedenen Videos. Es sind 11 Videos und ich meine, es waren 26 Punkte. Und wenn man die ganzen Stunden zusammenrechnet, hier eine Stunde 50, 2 Stunden 4, 2,50, 2,12, 2,5, 2,9, 2,50, dann kommt man, glaube ich, auch in total auf über 20 Stunden, dass das gedauert hat. Müsst ihr ja nicht an einem Abend schauen. Aber schaut euch das an. Die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans. Und der Papst, der vom heidnischen Rom der Abgesprungene ist, nämlich da war er der Kaiser und heute verkörpert der Papst dieselbe Position in der römisch-katholischen Kirche und dieser ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Und der weist natürlich mit allen Fingern, die er hat, auf jeden anderen, der es sein könnte, nur um von sich selber abzulenken, weil die Reformation damals so viel Spaltung, wie sie vielleicht auch gebracht hat, auch zwischen den Menschen. Und Luther hat nicht dasselbe gelehrt wie Calvin und Calvin hat nicht dasselbe gelehrt wie Ridley und Scott und Latimer und wie sie alle hießen und all die ganzen Leute dabei waren. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ich tue immer Unrecht denen, die ich nicht nenne. Aber in einem Ding waren all diese Reformatoren sich einig. Das Papsttum ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Und von daher die Not der römisch-katholischen Kirche, um die Lehre eines zukünftigen Antichristen nach außen zu bringen. Weil die Lehre gab es schon lang. Ich habe euch erzählt, dass damals Francisco Ribera in 1591 mit seinem Schreiben, was er 1585 angefangen hat, rausgebracht hat, zu lehren, dass der Papst eine zukünftige Person ist, die 7 Jahre kommt, bevor Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkommt und so weiter und so weiter. Der Francisco Ribera, der Jesuit war, der hat das in Schrift gefasst und hat das nach außen rausgebracht, aber das war schon seit Ewigkeiten Lehre in der römisch-katholischen Kirche, weil die Leute außerhalb der römisch-katholischen Kirche konnten ja die Bibel niemals kennen. Sie hatten die Bibel nicht. Die Bibel war verboten. Die Bibel gab es nicht in der eigenen Sprache. Die Bibel gab es nur in der Kirche. Und selbst der normale Priester, der am Sonntag von der Kanzel runtergesprochen und gepredigt hat, hatte die Bibel nicht in der Hand. Der durfte sie nicht haben. Die Bibel war ein verbotenes Buch. Deswegen waren es die dunklen, deswegen war es das dunkle Zeitalter, weil da kein Licht in der Welt war. Das Wort Gottes war nicht in der Welt. Aber diejenigen, die in der römisch-katholischen Kirche auch aufgrund ihrer Position, weil sie eben auch die Bibel, die Schrift studieren müssen, weil ich muss ja die Wahrheit erstmal kennen, um überhaupt in der Lüge an den Tag zu kommen, oder nicht? Ich kann doch nur etwas verfälschen, wovon ich das Original kenne. Wenn ich das Original nicht kenne, ist meine Fälschung so schlecht, dann falle ich ja direkt durch. Und die Leute, die innerhalb der römisch-katholischen Kirche die Bibel studiert haben dafür, die haben doch auch erkannt, wow, wenn man die Bibel liest, wie sie geschrieben ist, dann ist ja unser Chef der Antichrist. Und die römisch-katholische Kirche, die römisch-katholische Hierarchie hat im Laufe der Jahrhunderte viele ihrer eigenen Leute dafür verfolgt und umgebracht.
weil sie diese Kenntnis hatten, weil sie diese Kenntnis erworben haben. Und dann, ja, dann kam Luther raus und da war die Kacke am Dampfen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Der hat das dann nämlich für jeden verständlich gemacht. Und jetzt steht auf einmal der Papst da und seine Hosen sind runtergelassen. So ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Ja, das kann ja nicht. Wenn jeder mich nackt sieht, dann begreift ja jeder, wie und wer und wo ich was ich bin. Das geht ja nicht. Also, kommt schnell her. Der Papst braucht neue Kleider. Und da kam der Orden der Jesuiten wie bestellt. Wie maßgeschneidert. Wie maßgeschneidert. Ich werde mal weiterfahren in dem Buch. Ja. Wir haben da ja noch ein bisschen was zu lesen. Aber versteht das bitte, was wir hier gerade eben gelesen haben. Ja? Die römisch-katholische Kirche macht das Freimaurertum in Zusammenarbeit mit dem Judentum, also eher sie schmelzen diese beiden Dinge schon mal zusammen und macht das dann verantwortlich für all die satanischen Dinge auf der Erde. Natürlich, dann guckt ja keiner mehr auf die. Ist doch logisch. Kennt ihr einen angeklagten Mörder, der vor Gericht steht und der da steht und brüstet und sagt, ja, ich war's! Oder zeigt er auf den und den und den und den und den und leugnet, dass das nicht war? Wie läuft der Hase in dieser Welt? Es ist sehr wahrscheinlich, sagt der Autor, dass die Päpste und katholische Obrigkeit sich gegen die Ziele und Aktivitäten der Juden und Freimaurer ausgesprochen haben. Am erstaunlichsten und ungeheuerlichsten waren die angeblichen Enthüllungen des Erzfeindes Leo Taxil gegen Ende des letzten, also des 19. Jahrhunderts. Wieder mal, das Ende des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, jeder, der meine Lesung von der verborgenen Geschichte der Jesuiten, die Lesung von Hinter den Diktatoren hier soweit und noch andere Lesungen von mir bis jetzt verfolgt hat, hat begriffen, wie wichtig das Ende des 19. Jahrhunderts war. Ja? Viele Pläne, die die Jesuiten 100, 150, 200 Jahre davor bereits geschmiedet hatten, kamen zur Verwirklichung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Denkt doch nur zum Beispiel an die ganze Bewegung der Bibeltextkritik. Weil die ganzen falschen Bibeln, die wir heute kennen auf der Welt, kamen erst ab 1870 auf den Markt. Davor gab's das nicht. Davor gab's nur die wahre Bibel des Textus Receptus von Luther im Deutschen und die wahre Bibel von König James im Englischen. Erst ab 1870 kamen diese ganzen neuen Versionen raus. Dann fingen die Saat an aufzugehen, die die Jesuiten 100, 150 Jahre davor gepflanzt hatten. Diese Saat ging jetzt auf und heute, nochmal 100, 150 Jahre später, fahren sie die Ernte ein. Ja, hast du schön beschrieben, diese Metamorphose, ne? Wie man das so richtig dann von der Saat bis zum, ja, bis zur Ernte quasi dann, der Prozess, wie sich das abspielt. Ich meine, die Reformation, die ist, das ist ja sicherlich auch, muss man immer bedenken, ein Prozess, der mal angefangen hat und der sicherlich nicht innerhalb von 2 Wochen beendet sein kann, sondern, ne, wie du auch in deinen ganzen Videos zum Thema Bibel auch, denke ich, ganz gut auch mal diesen Punkt auch hervorgehoben hast, dass zum Beispiel auch einfache Menschen mit einem ganz einfachen Gehalt, sage ich mal, auch sich gar nicht imstande waren, schon am Anfang, wo die Bibel gedruckt wurde, schon dieses Wort, also die Bibel sich eine zu leisten. Also das ist dann wirklich auch immer ja ein gewisser Prozess, der ins Land geht. Und ja, währenddessen hat natürlich dann schon der Vatikan dagegen gesteuert. Und ja, wir sehen ja jetzt, sage ich mal, wo wir heute stehen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du anschneidest, weil jeder denkt, ach, 1455 hat Gutenberg den Buchdruck erfunden. 1521 kam Martin Luthers deutsche Bibel raus und jeder hatte auf einmal am nächsten Tag eine Bibel zu Hause. Nee, so geht das nicht. Und ich möchte dann nur mal eben zur Erinnerung etwas eingeben, womit man das vielleicht vergleichen kann. Als die allerersten in Deutschland immer diese komischen Telefone, ja Handys, ne, ein blödes Wort, was ich nie verstehen werde, warum die Deutschen ein Mobiltelefon ein Handy nennen,
die Handys kamen raus, hatte das jeder? Zu Anfang war das sauteuer, ne? Es fing an bereits in den 60er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, mit C-Funk im Auto, mit Autotelefon. Ja, das, so kenne ich das auch. So fing ich das an. Ich glaube, mein Vater hatte sowas auch, irgendwie so einen Vorführwagen und da war das auch drin. Und das konnte man auch irgendwie wohl ausbauen und dann konnte man mit so einem Koffer und mit diesem, ja, mit so einer Art, ja, Hörer dann durch die Gegend laufen, glaube ich, ne? Das war so dann Das die konnte erste. man, das konnte man ja. Dabei sah der Ja. Hörer noch aus wie ein Knochen, ne? Von der Größe und vom Gewicht Ja, her und genau, alles. ja. Ich hab damals einen gepanzerten Mercedes gefahren hier in Brüssel für den General, wo ich damals in der Marine hier gearbeitet habe in den 90er Jahren. Und wir hatten in unserem gepanzerten Mercedes zwei Autotelefone. Aber ich habe noch nie von einem Mobiltelefon gehört. Das kam dann erst 95 kam das dann raus. Und dann habe ich auch nicht gleich eins gehabt. Jedenfalls, damals waren auch die Abonnementen noch ganz teuer. Aber diese technischen Innovationen, die sind einfach immer sauteuer. Denk mal ein paar Jahre zurück. Der erste Flatscreen, ja, von dem Fernseher, der erste Flatscreen, der hat ein paar tausend Euro gekostet. Ja? Wenn Autos mit irgendwelchen Innovationen rauskommen, die sind erst sauteuer als extra. Ne? Bei Mercedes, da konntest du bereits in den Airbag fliegen, da haben sie bei Volkswagen noch nie davon gehört, was das eigentlich ist. Bei Weise von Sprechen, haha. Ich weiß auch, dass sie das wussten, aber das ist niemals auf den Markt gebracht. Diese Innovationen, die sind immer erst sehr, sehr teuer. Und ich habe in diesem einen Video, ich hatte ja dieses Papier von dem tübingischen Professor gesprochen über Martin Luther und die Übersetzung der Bibel, da hat er ja, glaube ich, erwähnt, dass es damals für einen Markt ein Zwei-Jahresgehalt gekostet hat, sich eine Bibel zu kaufen. Zwei-Jahresgehälter. Ja, darauf, auf den Punkt wollte ich hinaus, Das ja. weiß ich, dass du darauf hinaus wolltest, deswegen helfe ich dir ja dahin. Ja, nee, danke auch. Zwei Jahresgehälter. Wovon lebt man in der Zwischenzeit? Vom am Daumen nuckeln oder was? Also, man muss das immer mal verstehen. Die Bibel war zwar übersetzt worden, aber wo hatten die Leute denn die Bibel zur Verfügung? In den Kirchen, wenn sie in die Kirchen gingen, da waren die Bibel vielleicht zur Verfügung. Des Pastoren. Aber nicht jeder hatte eine Bibel und konnte da reingucken. Das ist nicht wie heute. Heute ist zum Glück die Bibel in der Hinsicht eine Massenware geworden. Milliardenfach gedruckt, das meistverbreitete Buch auf dieser Welt. Was glaubt ihr, warum das meistverbreitet ist? Weil die Leute danach hungern. Weil die Leute nach dem Wort Gottes hungern. Und sie haben es 1500 Jahre vor uns enthalten. Und heute können wir es. Aber wie gesagt, diese Zukunftslehre, die war innerhalb der römisch-katholischen Kirche schon lange im Gange. Francisco Ribera war nur derjenige, der sie rausgebracht hat. Und Louis de Alcazar in 1614 hat dann noch den Präterismus rausgebracht. Dann hatten sie in der römisch-katholischen Kirche auf einmal zwei Lehren über den Antichristen. Die eine legt den Antichristen in die Zukunft und der andere legt den Antichristen in die Vergangenheit. Es kann Hannibal gewesen sein. Es kann Alexander der Große gewesen sein. Es kann Caligula gewesen sein, Nero gewesen sein, einer der römischen Kaiser. Das war alles damals in der Apokalypse. Heute, das ist die Lehre des Präterismus. Heute leben wir im Reich Gottes auf Erden. Na, wenn das hier das Reich Gottes ist, dann gute Nacht. Also, wie man es gerade braucht, ne? Ja, aber die römisch-katholische Kirche lehrt diese zwei Ströme, nenne ich es mal. Den Strom des Präterismus, also des bereits die Prophezeiung des Buches der Offenbarung ist bereits erfüllt, und die Prophezeiung von Ribera, das liegt in der Zukunft. Entschuldigung, dass ich es so flapsig ausdrücken muss. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Wahrheit ist die geschichtliche Interpretation. Die Interpretation, die uns die Bibel gibt, da liegt die Wahrheit. Das nennt man im Englischen Historicism, also Historismus nenne ich das mal. Im Deutschen jetzt. Okay? Ja, wo waren wir denn in unserem Buch stehen geblieben? Lesen wir den letzten Satz nochmal.
Es ist sehr wahrscheinlich, sagt der Autor, dass die Päpste und katholische Obrigkeit sich gegen die Ziele und Aktivitäten der Juden und Freimaurer ausgesprochen haben. Am erstaunlichsten und ungeheuerlichsten waren die angeblichen Enthüllungen des Erzfeindes Leo Taxil gegen Ende des letzten Jahrhunderts. Hier nochmal ein Bild von Leo Taxil eben einblenden, dass wir nochmal sehen, wer das ist. Seine Täuschung des Papstes selbst und der ganzen katholischen Welt, so sagt der Autor hier, fälschlicherweise, füge ich hinzu, war so erfolgreich, dass zwischen Anführungszeichen Vater Herbert Thurston, SJ, das steht für Sociedad Jesus, also Gesellschaft Jesu, die Tatsache bedauert, wie durch, Zitat, übermäßige Leichtgläubigkeit die empörenden Betrügereien von Leo Taxil viel Unglück über unsere Generation gebracht haben. Ende Zitat. Übermäßige Leichtgläubigkeit. Was hat Adam Weishaupt damals gesagt? Oh, einfältiger Mensch, was kann man dir nicht alles weismachen? Tja, leichtgläubig. Gullible, sagt man im Englischen. Und eben das, ja, diese übermäßige Leichtgläubigkeit und diese empörenden Betrügereien von Leo Taxil, das ist die Aufgabe der Jesuiten, die sie auch hier wieder meisterlich erledigt haben. Sogar so weit, dass selbst der Autor hier in den Fehler geht und sagt, dass selbst der Papst und die ganze katholische Welt erfolgreich getäuscht wurde. Also mit diesem Satz gebe ich ihm ja vielleicht noch ein wenig recht. Aber weiter unten in diesem Kapitel geht der Autor so weit, dass er selbst sagt, Leo Taxil war sogar so schlau, er hat selbst die Jesuiten beschissen. Er hat selbst denen etwas vorgemacht. Und da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Warum? Na, das erklären wir dann, wenn wir weiterlesen. Leo Taxils richtiger Name war Jogon Page, war ein Franzose. Er wird von, zwischen Anführungszeichen, Vater Thurston als, Zitat, der blasphemischste, also gotteslästerlichste und obzönste aller antiklerikalen Schriftsteller Frankreichs, Ende Zitat, beschrieben. Er wurde einmal inhaftiert, weil er ein Buch mit dem Titel Les Amours de Pie IX, die Liebesbeziehungen des Papstes Pius IX, veröffentlicht hatte. So, dann muss ich mal eben ein Buch hier mit beiholen, ein Bild hier beiholen, indem ich euch das mal zeigen möchte. Ich habe das nämlich vorbereitet. Ich habe hier mal was vorbereitet. das ist, glaube ich, hier. In diesem Bild könnt ihr lesen, das ist eine sehr schlechte Auflösung. Ich habe es schon ein bisschen größer gemacht. Und je größer ich das mache, desto schlechter man es lesen kann. Da steht hier Les Maîtresses du Pape. Ja, also das ist hier ein Buch über die Mätressen, die Geliebten des Papstes. Und da geht es eben um Pio Nono, Papst Pius den IX. Er hat noch ein anderes Buch geschrieben, da habe ich ein besseres Bild, das können wir noch sehen hier. La Vie de Jésus, also das Leben des Jesus. Und dann Le Débauche des Confesseurs. Le Débauché, das heißt die Ausschweifungen, das habe ich mir extra übersetzt hier. Die Ausschweifungen der Beichtstühle. Na also, ob er da so viel drin übertrieben hat, weiß ich nicht. Ich kenne das Buch nicht, aber wenn man darüber lesen will, dann rate ich an, Charles Chiniquis Buch Der Beichtstuhl sich mal zu besorgen. Das soll es in Deutsch ja geben. Und wer mir eine große Freude machen will, der besorgt mir das Buch mal von Charles Chiniquis in Deutsch, Der Beichtstuhl. Soweit dazu. Nehmen wir nochmal ein anderes Bild. Hier haben wir zum Beispiel das andere Buch von ihm. Das wollte ich eigentlich jetzt später zeigen. Warte mal, wo ist das hier? Dieses hier, ne? Das Leben des Jesus von Leo Taxil, das er damals hier veröffentlicht hat. Das sind seine gotteslästerlichen Schriften, die der Herbert Thurston von der Gesellschaft Jesu hier tatsächlich ankreidet. Als ob er nicht gotteslästerlich ist. Ja, um in einer Gesellschaft zu sein, die mit dem wirklichen Jesus nicht mehr gemein hat als den Anfangsbuchstaben des Namens und durch seine spirituellen Übungen und durch seine geistige Gymnastik keine andere Autorität akzeptiert als die
seines Vorgesetzten, nämlich die des Generals der Jesuiten, als ob der nicht weniger gotteslästerlich wäre als Leo Taxil. Wie sagt man das so schön im Englischen? Takes one to know one, ne? Man muss einen Betrüger kennen, oder man muss ein Betrüger sein, um einen Betrüger zu kennen, ne? So kann man das auch übersetzen. Also, wir hatten jetzt hier gelesen über die verschiedenen Bücher von ihm. Also, das war alles vor seiner Bekehrung, ja, also von Leo Taxil. Diese Bücher, die er veröffentlicht hat, waren alle vor seiner sogenannten Bekehrung zur katholischen Kirche. Da möchte ich euch mal ein Buch eben zeigen. Dafür ist er am bekanntesten. Das ist La Bible Amusante. Das heißt also The Amusing oder die amüsante Bibel. Ja? Wo er unter anderem Voltaire zitiert, Lord Bolingbroke, Ferré, Tollan. Das ist ein Buch von Leo Taxil. Sieht man ja schon am Umschlag, was ich euch hier zeige, dass das eine gotteslästerliche Schrift ist. Also da widerspreche ich dem Jesuitenvater Herbert Thurston nicht, dass Leo Taxil ein Gotteslästerer war, nur sollte er der Herbert Thurston bitte nicht vergessen, dass er selbst auch ein Gotteslästerer war zu der Zeit. Heute wohl nicht mehr ist, er dürfte inzwischen verstorben sein. Deswegen. Jedenfalls, der Autor fährt fort und sagt, das war vor seiner Bekehrung zur katholischen Kirche. Wie man sich zur katholischen Kirche eben bekehren kann. Ne? Zu dieser Zeit begann er angebliche Enthüllungen über die Freimaurerei zu publizieren und verfasste eine große Anzahl von Büchern über sie, eines erstaunlicher als das andere. Leo Taxil spürte den Dämonenkomplex der katholischen Kirche und spiegelte ihn mit künstlerischer Art wider. In seinen vielen Romanen, die von der katholischen Presse in der ganzen Welt veröffentlicht wurden, betonte Taxil den Kult des Dämonismus oder was er als Satanismus bezeichnete. Er stellte sich vor, dass die Freimaurer diese Anbetung des Teufels praktizieren und beschuldigte sie Anstifter von Attentaten, von sexuellen Orgien, Sklaverei und Menschenhandel zu sein. Hallo! Das ist genau das alles, was auf den Jesuitenorden zutrifft. Er erzählte, dass die Freimaurer versuchten, Frauen in ihre Gewalt zu bringen, um sie zum Geschlechtsverkehr mit dem Teufel zu zwingen. Da kommt eine seiner bekanntesten Geschichten her, von der Diana Vaughan. Darüber lesen wir gleich. Als Beweis dafür, dass die Freimaurerei von den Juden heimlich kontrolliert wurde, offenbarte Taxil ihre angeblichen Praktiken, die von jüdischen Ritualen inspiriert waren. Um weiterhin dafür zu sorgen, füge ich an, dass Antisemitismus gesät wird. Ende des 19. Jahrhunderts, wir erinnern uns, war es absolut notwendig, in Frankreich und auch in Deutschland Antisemitismus zu säen. Warum? Das habe ich in den vorangegangenen Videos deutlich genug erklärt, was das Ziel dahinter ist. Da gehe ich jetzt nicht noch einmal drauf ein. Darin unterscheide ich mich von Tom Fress. Der würde jetzt wieder 20 Minuten darüber eingehen. Ich tue das jetzt nicht. Das ist keine Kritik an Tom Fress, aber ich bin eben nicht der Papagei von Tom Fress. Ich mache meine eigenen Dinge. Und sage, da und da habe ich es gesagt, schaut euch das nochmal an und dann können wir da gerne nochmal drauf zurückkommen. Der katholische Klerus war besonders über Taxils satanischen Roman Palladismus erfreut. Die Geschichte von Diana Vaughan, die seiner Meinung nach das Ergebnis der Vereinigung ihrer Mutter mit einem Teufel namens Bitron war. Diese abstrusen Enthüllungen überzeugten viele, dass die katholische Hierarchie durch Leo Taxil, jetzt ihr Schützling, weil er hat sich ja bekehrt zum römischen Katholizismus, in direktem Kontakt mit dieser Tochter des Teufels stand. Antichrist Papst Leo der 13., der Papst, der zum deutschen Kaiser 1886 in seinen Memoiren gesagt haben soll, von daher gehe ich davon aus, dass er es gesagt hat, ein Kaiser schreibt sowas sonst nicht in seine Memoiren, dass Deutschland das Schwert des Katholizismus werden soll, und auch da kommen wir später in diesem Buch noch drauf,
Dieser Antichrist Papst Leo der 13. empfing Leo Taxil in einer Privataudienz. Was für eine wichtige Person muss Leo Taxil nicht gewesen sein, weil ein normaler Sterblicher, sage ich jetzt mal so, bekommt keine Privataudienz beim Papst. Damals nicht, heute nicht, auch in Zukunft nicht. Und in dieser Privataudienz gab der Antichrist ihm seinen Segen, auf den kann ich ganz gerüst verzichten, und versicherte ihm, er habe seine Bücher gegen die Freimaurerei mit großem Interesse gelesen. Seine Schriften seien von großem Nutze für die Sache der katholischen Kirche. Ich übergehe die Frage, die viele stellen werden, wie ein unfehlbarer Papst von einem der ungeheuerlichsten Betrüger, die jemals gelebt haben, so vollständig getäuscht werden konnte. Und jetzt kommt's. Es gab halt mal eine Zeit, in der auch Jesuiten übertroffen wurden. Hier bin ich mit dem Autor nicht einverstanden. Dass der Leo Taxil den Leo den 13. geleimt hat, ja. Aber, dass Leo Taxil die Jesuiten geleimt hat, da glaube ich kein Wort von. Ich habe deswegen hier als Kommentar beigeschrieben, das mag man ja gerne glauben. Oh, du einfacher Mensch, was kann man dich nicht alles glauben machen? Die Wahrheit dahinter ist jedoch eine andere, die sich offenbart, wenn man den Eid der Jesuiten gut genug kennt. Auf den bin ich ja nun schon vorher in dieser Lesung eingegangen. Das ist ja nichts Neues nicht mehr. Von daher schaut euch das an und dann versteht ihr es. Die Jesuiten spielen immer beide Seiten. Immer. Sie kontrollieren beide Seiten. Leo Taxil war Freimaurer und wetterte gegen die römisch-katholische Kirche. Ist dann aus der Freimaurerei rausgekommen, ist in die römisch-katholische Kirche eingetreten und hat gegen die Freimaurerei gewettert. Er spielt die Fiedel von dem, der ihn bezahlt, kann man auch sagen. Ja? Er ist aber, und das wird hier in diesem Buch nicht erwähnt, aber das versteht man, wenn man den Eid der Jesuiten kennt, er ist jemand, der von den Jesuiten gesteuert war von Anfang an, weil seine ganze Agenda, für die er gearbeitet hat, ist nur für die römisch-katholische Kirche in der Hinsicht, dass es für die jesuitische Agenda war. Und das muss man einfach begreifen, sonst geht man hier selbst dem Autoren auf dem Leim, der denkt, es gab halt mal eine Zeit, in der auch die Jesuiten übertroffen wurden. Nee, Leo Taxil hat nicht die Jesuiten übertroffen, aber er hat die Agenda, die ihm aufgetragen wurde, perfekt erfüllt. Leo Taxil hatte lange Zeit einfachen Erfolg, bedingt durch die Leichtgläubigkeit des katholischen Klerus und der Laien. Dann kam die große Enthüllung, sozusagen aus Spaß geplant und ausgeführt. Tja, jetzt wird's interessant. Und weil es gerade so richtig schön interessant wird, sind wir ja auch schon fast bei einer Stunde angekommen und ich werde nach diesem Absatz aufhören und dann lesen wir den Rest nächstes Mal, weil es geht noch über eine Seite weiter, meine ich, ne? Das ist ein bisschen viel für heute noch in die Sendung mit reinzunehmen. Also machen wir auch hier zwei Sendungen drüber. Also, Leo Taxil hatte lange Zeit einfachen Erfolg, bedingt durch die Leichtgläubigkeit des katholischen Klerus und der Laien, also der normalen Bevölkerung. Dann kam die große Enthüllung. Um seinen Sieg über die Jesuiten bis zuletzt zu genießen, berief er am 10. April 1894. Ein ganz wichtiges Jahr, weil in 1894 fing auch die Dreyfus-Affäre an, wie wir uns erinnern. Ein öffentliches Treffen in Paris berief er ein. Er verkündete zur Bestürzung seiner Zuhörer, dass alle seine Aktivitäten, alle seine Bücher, alle seine Broschüren sowie die Geschichte mit Diana Vaughan, der Tochter des Teufels, die in die katholische Kirche konvertierte, nichts weiter waren als ein großer Witz, der von ihm leidenschaftlich ausgeheckt und ausgeführt wurde. Dabei erwähnte er leise, dass Diana Vaughan nur der Name seiner Schreibkraft war. Also, um es auf einen Nenner zu bringen und das Video zum Abschluss. Leo Taxil arbeitet für die Freimaurer, dann arbeitet er für die römisch-katholische Kirche und dann stellt er sich dahin und sagt, ey Jungs, es war alles nur ein Witz.
wo ist denn da die Glaubwürdigkeit dieser Person? Bei den meisten Leuten ist er da wahrscheinlich irgendwo unterdurch. Das Problem ist, wir kommen in der nächsten Lesung ein noch meines Erachtens oder in meiner Meinung doch viel größeren Betrug von Leo Taxil auf die Schliche, nämlich eines Zitates von Albert Pike aus seinem Buch Morals and Dogma, also Moral und Dogmen. Und das ist ein Zitat, das geistert selbst heute noch überall durchs Internet und die meisten Leute wissen nicht, dass das eine Fälschung von Leo Taxil war. Was das genau war, darüber in der nächsten Sendung mehr, wenn wir uns mit Leo Taxil noch weiterhin beschäftigen. Ihr könnt die Worte des Autors glauben, die ich hier vorgelesen habe, oder ihr könnt meiner Analyse glauben, oder ihr könnt eure eigene Analyse machen, was ich am liebsten habe. Glaubt nicht dem Autor, glaubt nicht mir, glaubt der Bibel, glaubt Jesus Christus und für den Rest stellt eure eigenen Nachforschungen an. Und wenn eure eigenen Nachforschungen euch zu demselben Schluss treiben, dass sie mit mir getan haben, dann könnt ihr mit mir einverstanden sein, nachdem ihr das selbst studiert habt. Und zwar, weil ihr es selbst studiert habt und nicht, weil ihr es von mir gehört habt. Jetzt möchte ich eben gerne noch ein paar abschließende Worte an Viktor lassen. Bitte schön, Bruder. Vielen Dank, Jörg. Ja, also um an dem, was du gerade gesagt hast, nur noch mal ganz kurz was noch hinzuzufügen, weil du natürlich recht hast, dass man natürlich dann die Bibel, durch die Brille der Bibel das Ganze betrachten sollte. Und die Bibel sagt ja, dass wir die Leute ja an ihren Taten, die an ihren Früchten messen sollen. Ja, so nur so viel dazu von mir. Ich freue mich dann auf die nächste Lesung mit dir, wünsche noch einen schönen Abend und sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, freue mich auch auf die nächste Lesung mit dir und auf die nächste Lesung mit meinen Brüdern und Schwestern, die diese Videos dann verfolgen wollen. Hoffe ich doch, dass sie das tun. Und ich möchte hier nochmal eben kurz einen Aufruf starten, bevor wir das Video abschließen, um nochmal eben auf den Punkt aufmerksam zu machen. Wenn ihr diese Videos lehrreich findet, dann ladet euch die Videos runter. Bewahrt sie auf einer Disk auf eurem Computer. Bewahrt sie am liebsten auf einer externen Disk oder einem externen USB-Stick oder irgendwas, wo ihr sicher seid, dass selbst das Internet nicht rankommt. Dass ihr davon eine Hardcopy habt, eine harte Kopie, oder wie sagt man das im Deutschen, weiß ich gar nicht. Wie übersetzt man Hardcopy? Ich bin ja kein Computerfachmann, ich kenne mich mit diesen Dingen nicht aus. Ja, einfach nur eine Kopie, ne, würde ich sagen. Ja, oder ja, ein Duplikat erstellen und das dann, ja, nach Möglichkeit, was du sagtest, dass das physisch getrennt ist vom PC. Also am besten, ja, irgendwie so eine externe Festplatte ins Regal stellen oder in die Schublade packen. Richtig. Oder wenn es ein USB-Stick nur ist, sieht man, die sind ja heute jetzt auch nicht mehr so teuer, wie sie mal am Anfang waren. Ja, die kriegst du auch schon mit 100 GB Speicherkapazität, die Dinger, ne? Also, ja, eben. Oder ist es vielleicht auch nur eine Speicherkarte von so einem Camcorder oder von so einem, weißt du, von so einem kleinen... Ja, so eine Smartcard oder so. Ja, ja, so eine SD-Karte, glaube ich, heißt das oder ja, so. Ja, ne? Also da gibt es ja, ja viele Möglichkeiten, wie man sich das dann speichern kann. Ja. Ja, der Punkt ist nur, wenn ihr diese Videos dafür wertvoll genug findet, dann tut das, bewahrt euch die und dann verteilt sie in eurem Familienkreis, in eurem Bekanntenkreis, in eurem Bibelkreis, dass auch andere Leute diese Studien sich anhören können und sich dann daraufhin aufgrund dieser Studie, die ich hier mit Viktor zusammen mache und aufgrund ihrer dann einsetzenden eigenen Studien eine eigene Meinung darüber formen können. Ich meine, wenn ich dann Links zum Beispiel in das PDF mit reinmache, und das PDF erscheint ja auch im Internet, das ist jetzt schon im Internet veröffentlicht, das erste und das zweite Kapitel sind veröffentlicht, das dritte werde ich mal sehen, wann ich das dann veröffentliche, das kann man sich dann auch runterladen, kann es selbst nachlesen, was ich hier im Video zeige. Wenn ihr das wichtig erachtet, dann ladet euch das runter, weil wir wissen nicht, wie lange wir noch Zugang haben. Wisst ihr, der Börsencrash 1929, der kam auch auf einem Freitagmittag auf einmal. Und dann im Freitagabend sah die Welt ganz anders aus, die der Mann morgens, als er seine Frau verlassen hatte und zur Arbeit ging, als er abends zurückkam, sah die Welt ganz anders aus auf einmal. Und so wird das wieder passieren.
Ich sage nicht, dass 1929 wieder passiert, aber es wird was passieren. Es passiert immer irgendetwas. Weil der Teufel hat eine Agenda und der Teufel weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Deswegen müssen wir versuchen, ihn so viel wie möglich zu täuschen und die Zeit für uns zu nutzen, die Zeit für Gott zu nutzen, die Zeit für die Wahrheit nutzen. Ich bin davon überzeugt, am Ende wird die Wahrheit siegen. Das sagte James Edgen Wiley. Und mit diesen Worten möchte ich heute abschließen. Maranatha.